Auf dem Gelände des Autohauses Metzschke in der Dresdner Straße 48 herrschte am 13. Mai Volksfeststimmung. Dreihundert Kinder mit ihren Betreuern und Eltern der jeweils schnellsten Kinder der Klassen 1 bis 4 der 6 teilnehmenden Grundschulen aus Freiberg wetteiferten im Finale beim Kindersprint um vordere Plätze. Los. Nach der Teilnahmemeldung am Computer erfolgte der Start an der abgesperrten Sprintstrecke. Die Zeitnahme erfolgte mit moderner Elektronik. Selbst der Oberbürgermeister Sven Krüger ließ sich das Sportereignis nicht entgehen und feuerte die Kinder zu Bestleistungen an. Rund um die Wettkämpfe wurde außerdem ein abwechslungsreiches Programm geboten. So bot die Polizei mit einem Streifenwagen interessante Spiele und Infomaterial an. Siegwehtours bot Probefahrten an. Eine Hüpfburg lud ein. Und an einer Bastelstraße konnte man der Mutter zum Muttertag ein Präsent basteln. Die Verkehrswacht Freiberg hatte ein interessantes Wissensquiz und Computerspiele vorbereitet. Hat man eine ruhige Hand, um den Kontaktring möglichst ohne Berührung über den Draht zu führen? Im Autohaus konnte man sich mit Früchten auch erfrischen und auf herkömmliche Art stärken. Vom Betriebsleiter Thomas Fliegner wollten wir wissen, wie diese Initiative entstanden war und ob sie mit dieser Art Volkssport Erfahrung haben. Nee, also in der Formation machen wir es wirklich zum ersten Mal. Sie sehen ja, was hier los ist. Wir haben wahnsinnig 6 Wochen Vorbereitungszeit, mussten ganz viele Partner dazu einladen, die natürlich auch bereit sein müssen an so einem Tag. Die Polizei haben wir eingeladen. Also es ist wirklich wahnsinnig viel Arbeit und das erste Mal ja, vielleicht irgendwie in 5 Jahren nochmal. Dann war es endlich soweit. Die kleinen Sprinter wurden geehrt und die 3 Besten stiegen auf Siegerpodest. Der Chef des Hauses, Michael Metzschke, ließ es sich nicht nehmen, den Besten zu gratulieren. Beiden die Hand und hoffe, dass ihr weiter eure sportliche Laufbahn so gut beschreitet. Ich denke mal, dann kann das euch was werden. An einem, an dem sich alle sportlich messen möchten, ist der Olympiasieger im Kanu von Rio. Alle wollten ein Autogramm von Tom Liebscher mit nach Hause nehmen. Und obergeil ist natürlich ein gemeinsames Foto mit dem Olympiasieger. Aber wie viel persönliche Entbehrungen und Freizeit muss ein Olympionike beibringen, um auf dem Treppchen bei Olympia zu stehen? Der Sport muss oder das Sporttreiben muss in erster Linie halt Spaß machen. Das ist ganz wichtig, weil das schon in der Freizeit betrieben wird irgendwo. Und man sich aber auch dann in der Freizeit halt mit den Leuten trifft und dann einfach zusammen Sport treibt und am Ende im Sommer auch mal auf Wettkämpfe fährt, zeltet. Und da gibt es auch viele schöne Seiten und das macht schon Spaß. Aber man hat dann natürlich nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge, wie halt Fernsehen gucken oder Freunde treffen. Das macht man alles in dem Sport, aber das ist auch eine sehr gute Ebene. Dieser Sportfreund gewöhnt sich mit einer elektronischen Zigarette soeben das Rauchen ab. So nach dem Motto, ja. Genau.